Die Blockaden stehen, die Spruchbänder sind gespannt. Ein Großaufgebot an Polizisten geht in Position. Die Stimmung ist gereizt im hessischen Dannenröder Forst. Eine Hundertschaft rückt in der Morgendämmerung aus. Zahlreiche Aktivisten besetzen selbstgezimmerte Baumhäuser und rufen lautstark auf die Beamten hinunter. Schon gestern gab es nach der Pressekonferenz der Polizei klare Worte. Irgendwelche komischen, seltsamen Dinge durchzudrücken mit seinem Job. Von unserer Seite aus werden wir natürlich blockieren, was geht. Wir warten auch darauf, dass es losgeht und wir werden den Kampf liefern und wir werden das Ding hier noch gewinnen. Grund für die Protestaktion? Heute soll der Ausbau der A49 beginnen. Dafür muss ein großer Teil des Waldes weichen. Das Bauprojekt ist unter den Aktivisten höchst umstritten, denn beim Dannenröder Forst handelt es sich um einen sehr alten, intakten Mischwald. Die Region will die Autobahn. Der geplante Abschnitt verspricht kürzere Wege für Pendler, eine bessere Verkehrsanbindung und weniger Verkehrslärm in umliegenden Dörfern. Doch trotz abgeschmetterter Klagen und Einwände wollen die 150 Aktivisten nicht weichen. Nur ein Funke könnte hier heute zu Gewaltausbrüchen führen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.